Weiter geht's mit Teil 8 des Report Bundesländerchecks und mit Tirol. Das Land lebt seit jeher von seinen Besuchern. Klar, dass auch Simone Strebel in ihrem Bericht nicht am Alpintourismus und dessen Auswirkungen vorbeikommt. Aber sie zeigt auch andere Tirol-Besucher, zum Beispiel solche, die statt des Geldes einfach eine andere Religion ins Heilige Land bringen und mit der auch noch da bleiben. Tirol wie im Werbeprospekt. Tonnen von Schnee, beeindruckende Bergwelten. Solche Bilder locken jedes Jahr Millionen von Touristen ins Land. Tirol kann auch so aussehen. Oder so. Oder so. Zumindest dann, wenn der Fotograf Lois Hechenbleikner seine Großbildkamera auspackt. Er sieht sich als Schmerzkörper Tirols und betreibt fotografische Kultursoziologie. Seine Beschreibung des Tirolers? Er wurde ein Homo touristicus albinus. Vielfach mutierten wir auch zu Show-Tirolern, zweifelsohne. Dieses professionelle rot-weiß karierte Hemd, die Lederhosen, die Haferlschuhe. Und das ist die Vorderbühne, das ist die Bühne, die der Gast betritt, wo wahrscheinlich auch diese Erwartungshaltung ist, um eben diese Aura, dieses Aroma des Alpinen, des Tirolerischen zu konsumieren. Also da sind wir jetzt in Kitzbühels schönster Wohngegend. Also ich glaube, es ist unübertrefflich, wenn wir jetzt schauen, da drüben, das ist die weltberühmte Streif. Da ist der Lebenberg, da hinten ist der Wilde Kaiser. Also schöner geht es nicht, 10 Minuten in die Stadt. Also da heroben was bauen und wohnen dürfen, ich glaube, das ist unübertrefflich. Und da werden natürlich Spitzenpreise seit eh und jeher schon gezahlt. Und ein Quadratmeter Grund kostet heute unbebaut da circa so um die 4.000 Euro pro Quadratmeter, was ja sehr beachtlich ist. Wenn man jetzt 10.000 Quadratmeter, 4 Millionen Euro, und dann muss ich nur ein Haus bauen. Ein Grundstück erben und verkaufen. In Kitzbühel kann man so über Nacht zum Millionär werden. Wer dieses Glück nicht hat, der kämpft mit den extrem hohen Lebenskosten. Denn die Preise hier orientieren sich an den glamourösen Gästen. Was eben hier passiert, ist eben einfach eine Goldgräberstimmung. Und ich bezeichne das hier vielfach wie im Bergbau. Kitzbühel ist eine Mine. Sie wird ausgeschlachtet von gewissen Kolonialherren, die hier sozusagen die Rechte besitzen, die auch den Informationsvorsprung haben. Und die natürlich das nur einen gewissen edelkapitalisierten Leuten zuführen. Mit dem anderen ist es ja gar nicht möglich. Ne? Im letzten Tal ohne Lift. Das Vilgratental in Osttirol ist vom Massentourismus weit entfernt und auch stolz darauf. In der Region wirbt man mit dem Spruch, kommen Sie zu uns, wir haben nichts. Aber er ist nicht ganz vollständig. Man hat gesagt, eigentlich kommen Sie zu uns, wir haben nichts von all dem, was es sonst überall im Überfluss und im Überdruss schon gibt. Also viel technische Infrastruktur, die ganzen Dinge, die gibt es bei uns nicht. Dafür gibt es bei uns wirklich eine Gegend und eine Lebensart, die viele Leute vielleicht noch ganz, ganz entfernt in Erinnerung haben aus der Kindheit und das auch ein bisschen Sehnsucht weckt nach der guten alten Zeit. Ein Leben wie vor 100 Jahren. In diesen Almhütten können die Gäste Urlaub machen, allerdings ohne Strom. Jede Hütte gehört einem anderen Bauern. Josef Schett hat sich in den 80er Jahren auf Schafhaltung spezialisiert, mit ihm insgesamt 40 Bergbauern. Im hintersten Tal hat er ein großes Unternehmen aufgebaut und verarbeitet ein Drittel der österreichischen Schafwolle. Die Lämmer produzieren wir zum Teil im eigenen Hof, aber natürlich auch von den Bauern in der Region kaufen wir sie zu. Und die Wolle kommt eigentlich dann aus ganz Österreich, aus den unterschiedlichen Bundesländern. Und die wird zuerst in die Wascherei gebracht, dort gewaschen und kommt dann daher und wird da je nach den unterschiedlichen Qualitäten verarbeitet zu Dämmstoffen, zu Trittschalldämmung, Matratzen, Bettwaren, also alles, was man aus Wolle für den Wohnbereich machen kann. Ein Ort, der durch einen Konflikt berühmt wurde, Telfs und das Minarett. Vor 5 Jahren herrschte hier noch große Aufregung über den Bau des Turms. Heute regt das nicht mehr viele auf. In der Gemeinde hat sich etwas getan. Zahlreiche Initiativen sollen das Zusammenleben verbessern. Die Ängste damals? Ja, einfach von den Problemen, was es da gibt mit dem anderen Glauben. Dass es zu hoch wird und dass einer, der vorbetet, ich weiß nicht, wie der heißt, was immer sein Gebet da singt,
dass da Belästigung ist. Es schwappt sicher nicht über. Also ich glaube, wir leben zusammen. Also die Integration wird gelebt. Zum Beispiel in der Sprachstartklasse. Am Anfang des Schuljahres sprechen die Kinder in dieser Vorschulklasse oft noch Türkisch. Das ändert sich, denn pro Woche haben die Schüler 13 Stunden Deutschunterricht. So sollen sie einen guten Start in der Volksschule haben. Das war früher oft nicht möglich. Man hat mit ihnen Sprachübungen gemacht, die sind ins Leere gelaufen, weil man einfach die Löcher in der türkischen Sprache nicht aufholen kann. Es ist ja logisch, wenn ich zu einem Kind sage, das ist eine Dose, und das Kind weiß im Türkisch nicht, was eine Dose ist, wie soll ich dann das im deutschen Wortschatz erklären? Wir haben immer eine türkische Lehrerin dabei, die zuerst natürlich jetzt die erste Zeit den türkischen Wortschatz festigt, und später kommt dann jetzt der deutsche Wortschatz dann einfach drauf. TELFS hat reagiert und ist mittlerweile auch zur Modellregion geworden. Sprachangebote für Kinder und Erwachsene, Integrationsausschuss und verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Vereinen. Güven Tekcan ist der einzige türkische Gemeinderat in TELFS. Er hat bei der Wahl über 400 Vorzugsstimmen bekommen. Es hätten noch mehr werden können, doch viele Stimmzettel sind falsch ausgefüllt worden. Nicht nur deswegen kämpft er dafür, dass die türkischen Tiroler besser Deutsch lernen. Wir müssen gegenseitig uns die Türen öfters aufmachen und jemanden auch reinschauen lassen. Einfach Toleranz und Respekt. Dass die Ängste total weg sind, das ist unmöglich. Wir haben 15.000 Einwohner in Delfs. Das wird noch eine Zeit dauern. Verkäuferinnen und nicht Verkäufer. Solche Schilder sind keine Seltenheit, denn es sind fast nur Frauen, die im Handel oder im Gastgewerbe als Teilzeitkraft arbeiten. Auch die Saisonarbeit für den Tourismus ist nirgendwo anders so ausgeprägt. Das heißt, viele Frauen können nicht das ganze Jahr arbeiten. Barbara Lechner ist Vorsitzende der Eltern-Kind-Zentren in Tirol. Sie kennt die Probleme der Frauen. Großteils sagen die Frauen, sie sind zufrieden mit der Teilzeitmöglichkeit, auch dass sie gar nicht mehr arbeiten wollen, aufgrund dessen, dass sie am Nachmittag für die Familie da sein wollen. Ich denke aber auch, dass es einfach auch so eine unterschwellige Forderung der Gesellschaft auch ist. Wir haben in den Seitentälern ist es absolut nicht toleriert, dass Frauen ganztägig arbeiten oder überhaupt arbeiten. Und da denke ich, haben Frauen sehr einen großen Druck. Frau Laskowski ist Köchin und arbeitet 30 Stunden im Trofana Tirol, einem Gastronomiebetrieb in Mils bei Imst. Von den ca. 60 Frauen arbeitet ein Viertel Teilzeit. Für Mütter gibt es einen eigenen Betriebskindergarten. So haben mehr Frauen die Möglichkeit, im Erwerbsleben zu stehen. Also ich arbeite schon 7 Jahre hier, habe aber zwischendurch 2 Kinder bekommen und bin mit dem Kindergarten hier, das wusste ich damals nicht so zu schätzen, sehr zufrieden. Ich kann meine Kinder mit auf Arbeit nehmen und wenn ich fertig bin, kann ich sie wieder abholen. Also von Grund auf für mich perfekt hier. Mhm. Ich habe nur wegen Privatleben, Familie, Haushalt, ein Kind habe ich noch zu Hause und darum 30 Stunden. 40, da wäre es dann für Sie schwer, das einzuteilen? Jawohl, ist dann schon schwieriger. Groß bauen in Kitzbühel nur die Auswärtigen. Und so muss der Ort mittlerweile nicht nur Gäste anwerben, sondern Schutzzonen für Eingeborene errichten. Aber ich sage jetzt einmal, vom normalen Durchschnittskitzbühler, der ja Gott sei Dank auch noch da ist, ist die politische Angelegenheit so, dass der Bürgermeister und die Gemeinde schauen, dass sie diese Leute auch was leisten und nicht Kitzbühel verlassen müssen. Weil dann würde ja die Kitzbühler Seele verloren gehen und das wollen wir ja auch nicht. Die Stadt kauft Gründe an und gibt sie statt um 2.000 um 200 Euro pro Quadratmeter an echte Kitzbühler weiter. Wir haben jetzt gespürt, dass speziell in den letzten Jahren eine starke Abwanderung von Kitzbühel in Nachbargemeinden erfolgt ist. Und da haben wir jetzt mit diesem Modell, das jetzt seit 4-5 Jahren läuft, auch eine sogenannte Rückholaktion. Das heißt, dass jetzt viele Bürger, die in Nachbargemeinden bisher in Mietwohnverhältnissen gewesen sind, jetzt wieder zu uns nach Kitzbühel zurückkommen und wirklich auch auf schönen Lebensraum in Kitzbühel wieder angesiedelt werden können.
Echtes Kitzbühel. Der Tiroler Traum vom Eigenheim. Statt weitem Land eine Kleingartensiedlung. Den schönsten Ausblick gibt's in Tirol eben nur für die ganz oben. Und den letzten Teil dieser Serie, den Bundesländercheck Niederösterreich, den gibt's dann am 20. Dezember.